jetzt haben wir drei, also vier Missionen, ja. Glaubst du? Hör mal, ich habe 6 Jahre Medizin studiert. Vergiss alles, was... Da drin gibt es zahlreiche Feinde, Agent. Sie halten Dr. Campbell und ihr Team gefangen. Wir brauchen sie in der Basis als Personal für unsere medizinische Abteilung. Wir bleiben hier als Rückendeckung. Wenn Sie das medizinische Personal herbringen, geben wir Geleitschutz. Wenn Sie mir Zugang zum Sicherheitssystem verschaffen, könnte ich Kendalls Aufenthaltsort finden. Ich bin drin. Mal sehen, was ich finde. Sehen Sie die Bilder der Überwachungskameras? Kendall und ihr Stab werden anscheinend gezwungen, ihre Verwundeten zu behandeln. Nur deshalb sind sie noch am Leben. Sieht aus, als wären auch Leute oben in einem Restaurant. Da sind jede Menge von den Typen, aber wenn sie die Deckung nutzen, können sie sie ohne Gefahr ausschalten. Bleibt wachsam. Hier lebt noch einer. Lasst los. Knetzt ihm das Licht aus. Da wird jemand ein. Weitere Feinde entdeckt. Weitere Feinde entdeckt.
Weitere Feinde entdeckt. Und ihr Stab sind noch oben, eingesperrt in der Küche von Kobis. Es heißt, die hätten den Garden ziemlich verwüstet. Es hätte meinem Vater das Herz gebrochen, ihn so zu sehen. Wir haben uns hier oft Spiele angesehen. Ich glaube, es ist ganz gut, dass meine Eltern das alles nicht mehr mitkriegen. Und dann denke ich an die Leute, die trotz allem weitermachen. Für die tun wir das hier, Agent. Holen Sie sie raus. Der Weg zu Kobis führt durch kontaminierte Bereiche. Hier sind viele kranke Leute behandelt worden, bevor sie erschossen wurden. Also passen Sie auf. Den Kopf unten halten und Ruhe bewahren. Ach. Warnung, Feinde entdeckt. Diese Bastarde!
Porte wird vom Dach aus unter Feuer genommen. Sie kann erst weiter, wenn Sie da hochgehen und den Schützen ausschalten. Wir sitzen fest! Wir kommen hier niemals lebend raus, wenn keiner da hochgeht und die schweren Waffen ausschaltet. Ihr Zug, Agent. Alpha-Eskorte, wir haben einen Agenten auf dem Dach. Hat Kendall es zu Ihnen geschafft? Bestätigt! Sie und Ihr Stab sind gerade eingetroffen. Sobald das Dach feindfrei ist, bringen wir Sie in Sicherheit. Mediziner in Sicherheit gebracht. Kendall und ihren Stab. Keine Verluste. Das war ein guter Anfang, Agent. Ich wünschte, ich hätte Ihnen den Rücken frei halten können, aber wir sind auch so ein gutes Team. Wenn Sie wieder in der Basis sind, reden wir mit Kendall und sehen, was sie für uns tun kann. Nein, das ist unter.
Sag es nochmal. Wir wissen, was wir hier tun. So. Ob das es schafft, würde ich sagen, brauchst du erstmal für diese zwei Episoden. Ich habe jetzt die erste und zweite zusammen gemacht. War halt ein bisschen lang jetzt. Deswegen würde ich euch die splitten. Und dann würde ich erstmal sagen, verabschieden wir uns. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder in New York City.